Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Ich habe wieder bei Teenie Schnickschnack bestellt. Ich habe das in der Story gesehen und dachte, oh mein Gott, jetzt aber schnell, weil das immer alles so schnell vergriffen ist. Und ich habe es mir schon angeschaut und eine Sache habe ich, die hätte ich persönlich ein bisschen anders gestaltet, aber mehr dazu gleich. Ich finde das Bild super, super niedlich. Oh, ich freue mich schon total drauf. Und aktuell mache ich gerade das Bild mit dem Wolf, mit den Leuchtsteinen. Und wenn ihr wissen wollt, wie der Fortschritt ist, dann folgt mir gerne auf Instagram. rosa87d-diamondpainting heiße ich da. Da könnt ihr immer mitverfolgen, was ich so painte, was fertig geworden ist und was ich gerade so mache. Es geht los. Ich hol's raus. Und die Kenner unter euch, die haben es schon erkannt. Toolkit ist auch wieder mit dabei. Dieses Mal mit weißem Schiffchen. Wir haben einen Stift, einen Mehrfachaufsetzer, ein Dreier. Dann noch so einen Mehrfachaufsetzer. Ich glaube, das ist ein Siebener. Und Einzelsetzer natürlich. Dann weißes Schiffchen. Sehr schöne Metallpinzette. Und blaues Wachs im Döschen. Das ist ein super gutes Starter-Kit. Also auch wenn ihr anfangen wollt, habt ihr hier alles mit dabei. Das Bild ist wieder eine Kooperation mit Asselworld. Und ich habe davon schon ein paar Bilder. Und deswegen, ich musste das unbedingt auch haben. Es ist so, so niedlich. Ich zeige euch mal die Steine. Das Bild hat eckige Steine. Sehr, sehr, sehr viel Weiß. Mal gucken, wisst ihr ja, bin ich jetzt nicht so der Fan. Ich bin nicht so der Weißpainter. Ich painte ehrlich gesagt am liebsten rosa, lila und blau. Aber wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Weiß und Schwarz, dann lieber Schwarz. Ich weiß. Ja, aber das Motiv war einfach so süß und deswegen habe ich trotzdem zugeschlagen. Wir haben 4 AB-Steine im Bild mit dabei und die schauen wir uns auch mal an. Und zwar ist das einmal ein super schönes, zartes, zitroniges Gelb. Das ist die 3078. Dann ein Grün, auch so, so schön, so ein bisschen Giftgrün, die 907. Dann, das mag ich total gerne als AB-Farbe, dieses Grün hier. Ich finde das funkelt so richtig schön, ein bisschen ins Blaugehende noch. Das ist die 700. Und dann rosa, viele rosa AB-Steine. Das ist die 605. Und dann gucken wir uns mal noch die weißen Steine an. Die Qualität ist wirklich immer gut. Da kann ich nicht meckern. War ich bisher immer zufrieden. Zum Bild gibt es natürlich auch wieder ein Sticker-Sheet. Das sieht so aus. Da könnt ihr das nochmal alles sehen. Da ist das Vorschaubild. Das könnte ein bisschen größer sein, finde ich persönlich. Dann lieber die Beschreibung hier weg und ein größeres Bild für ins Journal oder ja, einfach so als Sticker kann man sich das ausschneiden. Das wird mir gut gefallen. Hier sind nochmal die Daten zum Bild. Eckige Steine, 40x60. Genau, dann habt ihr da alles drauf, wie gesagt, für ins Journal auch immer sehr, sehr schön. Und dann sind hier die Sticker für auf die Döschen mit Symbol und DMC-Nummer. Die sind selbstklebend. Ich schneide mir da immer die Laufnummer ab, also dieses 1, 2, 3, 4, 5. Ne, so wie das hier angereiht ist, das schneide ich vorne ab und klebe mir nur das Symbol und die DMC-Nummer auf die Döschen. Dann hat das Ganze auch genug Platz und mir persönlich reicht das, weil ich nicht nach der Laufnummer painte. Und hier am Ende sind die AB-Farben angegeben. Dann hat man die alle auf einen Blick. Finde ich persönlich sehr, sehr schön. Dann sehe ich direkt, wie viele AB-Steine da drin sind. Und dann kann ich die auch direkt der Reihe nach abkitten und habe die dann gleich gut sortiert, weil ich persönlich mache die AB-Steine immer zum Schluss von meinem Abschnitt, den ich painte. Hebe ich mir meistens so ein bisschen als Goodie nochmal auf.
Das Bild hat 44 Farben, auch sehr schön, weil das passt dann alles in meine Box rein. Da brauche ich keine zwei Boxen. Das begrüße ich sehr. Dann habe ich alles gut beisammen. Und jetzt gucken wir mal die Leinwand an. Da haben wir die Leinwand Teenie Schnickschnack meets Asselworld. Welliger, abgesteppter Rand und natürlich eine flausche Filzleinwand, einfach für besseren Grip, dass das nicht so hin und her rutscht, und macht einfach irgendwie auch einen qualitativ hochwertigeren Eindruck, wenn man das Ganze so in der Hand hat. Das macht einfach mehr Spaß. Und dann seht ihr hier den Druck, auch da alles tippitoppi, kann ich nicht meckern. Hier seht ihr schon, ich weiß leider nicht mehr die Namen von den Asseln. Ich glaube, eine Assel heißt Toni. Könnt ihr mir doch mal reinschreiben. Das ist ein Vogel hier oben. Den, finde ich, kann man jetzt nicht ganz so sauber erkennen, aber ist doch trotzdem ganz gut geworden. Finde ich sehr, sehr süß. Hat einen Vogel da auf dem Kopf. Super niedlich. Und hier, die Assel hat eine Blume auf dem Kopf. Auch so, so süß. Zwinkert. Das sind beste Freunde hier. So süß. Und hier könnt ihr das Ganze nochmal komplett anschauen. Das kriege ich komplett rein. Hat ein sehr gutes Maß hier. Da könnt ihr das sehen. Ist wie gesagt eben viel, viel, viel weiß. Oh, ja. Aber das Motiv trotzdem hat es rausgerissen. Fand ich so, so niedlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass die grünen AB-Steine eventuell auch hier im Auge zu finden sind. Mal gucken gleich. Und dann hatte ich euch ja gesagt, eine Sache, die hätte ich persönlich ein bisschen anders gemacht. Das hätte mir persönlich noch ein Ticken besser gefallen, aber das Motiv ist einfach so. Von daher ist es auch in Ordnung. Und zwar ist das hier, dass das hier so endet und dann so einen weißen Rahmen hat. Da hätte ich das einfach besser gefunden, wenn das, ja, wenn der Hintergrund hier noch weitergegangen wäre. Aber das ist halt persönlicher Geschmack jetzt einfach mal. Ja, dann wäre das hier nicht so raus quasi aus dem Bild, sage ich jetzt mal. Aber für mich wäre das irgendwie schlüssiger gewesen. Nichtsdestotrotz hat es mich jetzt vom Kauf nicht abgehalten. Von daher nicht so schlimm, ne? Aber das ist einfach was, wo ich jetzt gesagt hätte, das hätte mir irgendwie, das wäre für mich irgendwie einfach schlüssiger gewesen, aber genau. Persönlicher Geschmack ist das. Genauso auch hier, und hier ist das auch ein bisschen breiter, glaube ich, als auf der anderen Seite. Es wirkt auf jeden Fall so, ja, das ist mein innerer Monk, der da ruft und sagt, na, irgendwie, das muss noch, das muss hier weitergehen. Aber ja, schauen wir mal die ABs. Das zarte helle Gelb ist das Symbol mit dem L. Das haben wir hier. Dann auch hier so ein bisschen in der Assel, wo es ein bisschen heller wird. Hier und dann auch hier. Dann haben wir das helle Grün. Das ist das Symbol mit dem P. Das ist eigentlich überall, wo dieses helle Grün ist, hier in den Blättern, dann hier auch in den Blättern, hier unten, sehr stimmig finde ich das. Dann die grüne AB-Farbe ist tatsächlich nicht im Auge, das ist das Symbol mit diesem T, was aussieht wie so ein Anker unten, das ist hier, dann hier. Und das ist auch hier eingesetzt. Ich hoffe, ihr seht es, das spiegelt heute so ein bisschen. Im Auge ist nichts, aber ist auch okay. Finde ich sehr schön, dass das Grün wirklich so ein Highlight ist, was gesetzt wurde. Und dann haben wir auch noch den rosa AB-Ton. Das ist das Symbol mit dem O. Und da hatten wir ja ziemlich viele Steinchen. Und das ist übers ganze Bild verteilt, hier in den Asseln, hier überall, in den Blumen ist das. Das gibt dem Ganzen nochmal so den letzten Schliff, dass alles überall so ein bisschen funkelt. Das ist wirklich überall so ein bisschen verteilt, auch hier in der Blume.
Da muss ich sagen, das gefällt mir sehr, sehr gut, wie die AB-Steine hier gesetzt sind, wie die verteilt worden sind. Ich finde auch gut, dass es nur 4 AB-Farben sind. Ich finde, das reicht vollkommen aus bei dem Bild, weil zu viel AB und zu überladen, das mag ich persönlich nicht. Für mich sind AB-Farben immer so kleine Highlights, die gesetzt werden oder um das Ganze nochmal so ein bisschen hervorzuheben oder vielleicht auch so ein Glitzern durch die Sonne zu symbolisieren. Wenn was angestrahlt wird, eben einfach so ein Highlight zu setzen. Und das finde ich ist hier sehr, sehr gut gemacht. Und ehrlich gesagt, zu viel AB ist auch super anstrengend zu painten. Deswegen finde ich das sehr, sehr gut, dass da wirklich nur 4 AB-Farben sind, dass das sehr akkurat gesetzt wurde. Da wurde sich Gedanken gemacht, wo das am besten hinpasst. Finde ich sehr, sehr schön. Das war's mit dem Bild. Es gefällt mir richtig, richtig gut. Auch wenn das jetzt super viel weiß ist im Hintergrund, aber da muss man dann nicht so viel nachdenken. Kann man das mal bei einer Serie schnell setzen, ein bisschen abschalten. Und genau, wie gesagt, dass das Bild am Rand hier so ein bisschen abgehackt ist, das ist eben einfach mein persönlicher Geschmack. Aber trotzdem finde ich es super, super schön und habe ich mir gegönnt. Mal gucken, wann das drankommt. Vielleicht im Februar, so Valentinstag. Ich finde, das passt so ein bisschen. Valentinstag ist, finde ich, nicht nur für Verliebte. Da kann man auch Freundschaft symbolisieren. Kann man natürlich das ganze Jahr. Wäre sehr wichtig, wenn man das alles das ganze Jahr über macht. Aber da steht das nochmal im Fokus. Da finde ich das irgendwie total niedlich. Und mal gucken, ob ich das dann nächstes Jahr Januar, Februar mache vielleicht. Da wäre das für mich ganz passend. Das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.